Alter, der Cringe ist Das ist real. doch cool, Alter. Wen fange ich jetzt? Das ist Gestein, Wasser. Guck, so ein cooler Typ. Und ich glaube, ich habe Korra Sonne noch einmal höchstens ganz am Anfang mal trainiert, aber sonst nie. War das Zahn? Okay, der Rivale hat aber auch bis auf das Starter-Pokémon noch exakt das gleiche Team, nur in etwas Ja. stärker. Oh nein. Oh, ein Loch. Ich bin hinuntergefallen. Corazon ist gefangen. Ja, komm, ich nenne dich Flamingo. Passt, Flamingo? Gefallen, du wurdest besiegt. In ein Koffer. Lol, warum macht denn Headbutt so wenig Schaden bei Flamingo. Smogon? Flamingo passt. So. Piss dich mit deinen ekligen, giftigen Huren, Alter. Das hier Water. mit der Erfahrung. Kannst du mir mal erklären, warum ein Ratter, ein Ratzfatz-Level, lass mich nicht lügen, Ratzfatz-Level 17 gibt 132 Erfahrung, ein Smogon-Level 18 gibt fast 300? Ich finde das sehr inconsistent. Wie findest du das? Inconsistent, Ach also so. inkonsequent. I'm looking for this Pokémon. Krabby gegen Ich spiele Voltorb. aktuell in letzter Zeit wieder sehr viele Spiele auf Englisch und gucke mir Serien auf Englisch an. Deswegen habe ich da teilweise wieder So. so extrem, dass ich mir deutsche Wörter nicht einfallen, sondern einfach die englischen Ach benutze. so. It's no problem. I can't understand you. Weißt du, wo das richtig gut kommt? In einem Bewerbungsgespräch. Bestimmt. Ja, hier, Sie wissen doch schon, so hier, wir hier die Inconsistency. Was? Jetzt Ja, mir ist das deutsche Wort gerade nicht eingefallen. habe ich einen Was ist wie Volteball. die? Was ist? Wieso hast du jetzt den Beutelball? Ich habe das gegen das Krabby getauscht, was ich gefangen hatte. Ich habe ja jetzt Flamingo im Team. Muss den Flamingo nennen. Und ich behalte jetzt erstmal Voltoball. Voltoball kriegt dann Oh, da fällt mir gerade Sondererfahrung. was ein, wo ich gerade in Teak City bin. Eh noch ein bisschen trainieren muss. Kann ich mir auch gleich noch was holen. Surfer? Ja. Ja, habe ich auch. Und Roshi ist auch wieder am Start. Flamingo hat Surfer gelernt. Was ist jetzt los? Was nennt sich wirklich Flamingo Ich genannt, auf jeden Alter? Fall. Das Ekligen! ist voll cool. Wieso? Das ist, ach so, das ist der. Oh, was ist denn los, Flamara? Deine Sandattacke trifft nicht, weil ich dir einen Mudslap ins Gesicht hab? Flamara. Aber unlucky. Flamara. Natürlich trifft sie trotzdem, weil sie eine Hure ist. Flamara. Hör auf. Ich weiß, was du willst. Das wird nicht funktionieren. Mara. I will Oh, ich hab not was turn to the vergessen. dark side. Flamara. Don't bring me there again. Ja. Flamara. Was ist? Ich hab alles. Nicht, wieso? Ich habe nur einen Pokémon-Namen gesagt. Ich habe alles dafür getan, diese hässlichen Kackmenschen aus unserer Studienzeit zu vergessen. Jetzt Hey! erinnere ich mich wieder an Wie die. frech! Hätte dich Ich ausgenommen. weiß. Meine Güte. Ich bin wunderschön. Meine Prinzessin. Du hast am Wochenende, wenn ich mein Kleid anhabe. Oh Gott! Das. Das wird aussehen. Alter, nee, ich kriege ja gar kein Kleid in meiner Größe. Deswegen ja. Da hört. Das wird Das aussehen, ist müssen das. einzige Problem. Sonst natürlich, sofort. So, daran scheitert. Ja, dass ich kein Kleid in meiner Größe finde. Mist aber auch. Alpboom Flamingo Volti. Wer nennt denn sein Voltoball Volti? Volti. Naja, gut, ich nenne mein Corazon auch Meine Flamingo. Fresse. Weißt du, ich gebe dem einen Mudslap. Der trifft einmal nicht und dafür zweimal danach. Ich krieg zwei Sandwirbel ab und treffe einfach viermal hintereinander. Official nicht. Komm schon, Flamingo, Oh, mach doch Wing mal was. Attack! Flamingo, stirbst du jetzt? Ah, Flamingo ist gestorben! Warum? Voltoball. Sonic Boom. Toll, Voltoball hat's gerichtet. Alter, krieg das mal 1000 Erfahrung von so einem scheiß Radikal. Ja, Bonuserfahrung, weil es getauscht ist. Genau. Voll geil. Da hat der Tingler. Boah, jetzt bist du mir schon wieder. Weißt du, wir haben gleich gestartet, bist mir aber eine ganze Scheißstadt voraus. Ich weiß. So. Nein, da war ich doch nicht. Ah. Ich will doch jetzt zurückgehen. Ich habe mir übrigens mal so die Geschichte der Pokémon neulich nochmal irgendwo durchgelesen. Alter, das ist ja voll komplex. Warum? Warum machst du denn Mit, das? hier, wie mit Arceus alles angefangen hat, der alle Pokémon erschaffen hat und wie dann mit den Pokémon weiterging. Und, och, was war das hier nochmal? Lugia und mit den drei anderen Vögeln. Er Weil ist am irgendwie. Vögeln. Ach, leck mich doch. Ryu,
Das schreit nach einem extra Video. Mach doch mal eins. Indem du das alles nochmal erzählst. Nein, Alter, das riecht niemals alles auf den Pin. Egal, mach's trotzdem. Lang. Egal, mach's trotzdem. Vor allem Hoho hat diesen einen Turm niedergebrannt, weil er neidisch auf ihn wieder war. Selber Hoho. Alter, ich bin einfach still, ey. Hoho, echt? Hat Hoho den niedergebrannt, weil er neidisch auf Lugia war? Ja. Warum? Das stand da zumindest. Ja, weil Lugia hier die drei legendären Vogel-Pokémon als Bimbos hatte. Und Hoho hatte keine Bimbos. Hoho sieht aber einfach mal 3000 Mal geiler aus als Lugia. Das reicht schon. Der stimme ich nicht zu. Ja, ist nur egal. Meine Ansicht. Ich war sowieso schon immer mehr der Ho-Oh-Fan als der Lugia-Fan. Ich fand Lugia immer geiler. Deswegen hatte ich auch als Kind eine Silber-Edition. Ja, ich hatte Gold. Nee, Lugia hat bei mir in dem Moment verschissen, wo es in der Serie oder im Film, keine Ahnung, da gab es ja mal so einen Film von, wo es dann um so ein kleines Baby-Lugia ging. Und da wurde Lugia so eine richtig weinerliche Mutter. Und da hat Lugia für mich an Kraft und... Das war in der Serie. Der Lugia aus dem Film war nämlich ein richtiger Badass. Ja, da hat es sofort verschissen. Da weiß ich nicht. Den Film wahrscheinlich nicht. Aber als ich gesehen habe, Lugia ist eine fürsorgliche Mutter, nö, kannst knicken. Scheiß Vieh. Eine Mutter, die liebt sie, ein Kind ist weg. In Pokémon geht das nicht. Granbull hat bei mir auch in dem Moment verschissen, wo mir klar wurde, dass das Ding eigentlich immer weiblich ist. Richtig. Granbull ist ein Pitbull. Das Ding ist hat männlich zu sein. Fertig. So ein weibliches Drecksviech daraus machen. Also Entschuldigung, soll jetzt nicht irgendwie diskriminierend sein. Ja, aber erstmal direkt PC bleiben. Ist nicht offended. Ja, ich lass lieber dazu bei der heutigen. Ja. Welt. Heute da gerade auch jeder wegen jedem scheißen Furz quer sitzen. Richtig, ey. Das sagt man nicht, das ist sexuelle Belästigung. Von Tod oder was? Am Arbeitsplatz. Warum ist das Ding 38? Was ist denn das für ein Verhältnis hier? Oh, Alter, wieso hat der Kerl 5 Ordners? Ja, toll. Einmal Minimize und ich treffe nichts mehr. Du bist so eine. Boah. Nee, ich verkneif's mir. Hure. Bitte? Weil, wieso kann ein Wasser-Pokémon brennen? Weil es dumm ist, sich selbst zu löschen. Der heißt hier im Englischen gar nicht Amadeus. Weißt du, wie der hier heißt? Der Tully. Tully? Der ist Tully. Wie Bully, nur mit T am Anfang. Der ist auch ein Dulli ist der. Tullys Nummer. Ja, gib her, komm, wenn du mal einen Wasserstein hast. Oh nein, ich wurde verflucht. Jetzt sieht er mich auch noch böse an. Ein Köstchen. Hilfe! Pokémania. Mit einem Nidoking. Weißt du, das Nidoking ist wieder 30. Und gerade das Baldorf-Fisch ist einfach mal 38. Wo ist denn da die Logik? Der Typ, der den Mod gemacht hat, hat gepennt. Ich weiß nicht, der soll echt gut sein eigentlich. Der ist ja auch bisher. Ich hab keine Ahnung. Also. Hüpft denn mal mein schäbiges Ei, ey. Aha, sich selbst verletzt, tot. Done by our own power, we defeated evil spirit. Ich glaube, ich brauche den fetten EDP-Teil. Auch zu Lispel, Oma. I need the EDP-Teil. So. Sollen wir doch mal gucken. Ach, komm, da ist ein Gänger, da fährst du dich auch noch weg. Alter, 35, holy shit. Ja. Es hat sich selbst umgebracht und das war ihr letztes Pokémon. Ach, du wahnsinnig. Was ist denn mit den Leuten? Die sind einfach so dämlich. Und dann brüllst du noch, what? Weil die KI ist einfach so schlecht in dem Spiel. Boah, Alter, ich schalte gleich auf 100% wieder hoch. Ich verliere dauernd runter. Was machst du? Ich schalte gleich wieder auf 100% runter. Ich falle in diesem scheiß Tempel dauernd runter. So. Auch nicht schlecht. Oh, warum haben wir hier nicht ein paar Traumfunk-Deals noch reingepackt, ey? Das wäre einfach episch gewesen. Es müssen immer nur die gleichen Geister sein. Das ist total langweilig. Ja, ey. Läufst du durch und wir rennen so 30 Gängers im Laden rum. Gengar. Ja, ist einfach so. Du hast einfach so viel. Aber dafür muss man sagen, ist der Sprite vom Gengar halt einfach nur awesome. Der ist halt übelst. Oh, jetzt habe ich Griffel reingerufen. Da wollte ich nicht. Griffel angerufen? Reingerufen. Oh nein. Aha, Boden funktioniert nicht auf Glurak. Ihr seid einfach Nups. Oh. Alter, wenn Blicke vergewaltigen könnten. So.
Ja, verfluch dich mal selber, Gengar, hast du gut gemacht. Tschüss. Gengar hat den übelsten I rape your ass. Nee, das stimmt. Gengar ist halt I rape your übel. Ass. Na komm. Ja, deswegen mag der Duran den auch so gerne, weil er sich damit so hart identifiziert. Bitte was? Das darf keiner wissen. Medium Martha. I lost. I beg you. I beg you. Was brauche ich denn in der Kampfarena? Da wäre vielleicht, na wohl, ne, Charizard ist schon ganz gut und Kader braucht. Ja, Volti wird. Volti kann halt episch schnell trainieren. Das ist halt. Das mache ich nachher mit EP-Teiler, Alpum und Flamingo auch. The Sleepy Ryu is back. 4 Minuten noch, dann darfst du dir einen Kaffee machen. Eine Kanne Kaffee. Geil. Und Essen mal gucken, mache ich später. Ich habe auch gerade irgendwie noch gar keinen Hunger. Ja, ist gut. Oh, Golbat, gar nicht cool. Golbat! Jetzt muss ich auch gehen, verdammt nochmal. Entschuldigung. Schäme er sich. Oh nein, er hat mich wieder böse angeguckt. Lose, didn't work. What? Ah, er nennt Ultrigamiel den Rasierbär. 32, 33, glaube ich, oder? Vielleicht. Alter, der hat jetzt dreimal Hypnose gemacht. Das hat nicht einmal funktioniert. What the shit? Nice. Ah, gut, jetzt bin ich eingeschlafen, aber jetzt wird der Curse den Rest machen. Das ist auch egal. Ey, die Trainer sind einfach so tough hier, ne? Und die wilden Pokes, da taucht hier einfach beim See des Zorns so ein beschissenes Visor auf. 019. Komm, ey. Das hätte man noch verfeinern können. Kritik am Heck. Der Modifikation. Heck. Und ein Pipi Level 2. Was ist denn hier los, Leute? Level 2? 20. Bei den Trainerinnen. Das ist doch, glaube ich, das ist doch total unausgewogen. Ja, was ist das? Das Pipi gerade 20 und jetzt kommt der nächste Trainer einen Schwupp auf 49? Willst du mich verarschen? Da ist ein Fehler passiert. Der Ersteller ist ein Fehler. An sich. So, vergiftet. Jetzt stirb am Gift, du kleine Nutte. Will dich vernichten. Und alle, die dich kennen, werden mit dir sterben. Deine Familie, deine Frau, dein Hund, der Hase, alle. Alle. So, Griffel. Do your worst. Do your worst, you little shit. Hast du Fliegen dir schon geholt? Nee, hab ich noch nicht. Wenn ich Fliegen hab, kann ich dann, Fliegen kriege ich auch erst, wenn ich die Kampfarena geschafft hab. Ja, aber ich dachte, das ist klar. Irgendwie hatte ich vorhin im Kopf, du hättest Jasmin schon besiegt. Nee. Button Pass, cool. So, gewonnen. Jetzt noch. Warxire? What the fuck? Morlord, aber Quarksire? Hört der Trainer jetzt ein Pokémon Level 19? Ja, das ist ganz komisch. Inconsistency! Ich möchte ja fast sagen, unausgereift, aber nein. Oh, da wurde Palki erwähnt. Er hat meine Pokémon vergewaltigt! Das ist Palki. So kennen wir unseren Palki. Dem Midoking ordentlich einen hinten reingeblasen. Aber jawohl. Oh Gott, mein Gehirn. Das ist Palki. Oh, Gina ruft wieder an, wo wir beim Blasen sind. Na, Gina hat auch wieder Bock. Alter, was ist denn los, ey? Gina ruft immer in dem Moment an. Die hat da Antennen für. Ja, ja. Die hat ihre Antennen ganz woanders sitzen will. Ja, ich wusste das doch. Alter, hör mit Synthese auf! Du gehst mir auf den Sack! Weißt du, wenn er noch auf den Sack geht? Ja. Achso, ich dachte, nee, ich wollte eigentlich sagen ich, aber na gut, stimmt auch. Gina geht ja auch auf den Sack. Gina geht. Das ist mir zu anstrengend. Gina geht dir an den Sack. So rum ist das richtig. So. Verrecke. Ach ja, ist das schön. Ja, Freunde. Dann würde ich mal sagen, wir haben noch 9 Sekunden. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ja.